Das ist das, was sich in Bezug auf die Medienkompetenz in den letzten Jahren gewandelt hat. Die Frage ist, wie viel davon ist schon in der Praxis angekommen? Ich hatte es ja vorhin schon mal vorweggenommen. Relativ wenig. Ja? Also tatsächlich ist es so, dass weder die Medienbildung noch die digitale Bildung in den letzten Jahren so richtig vorangekommen ist. Und naja, eigentlich kann man es nachvollziehen. Aus inhaltlichen Gründen ist es ja erstmal sinnvoll, ne? Sie erinnern sich an die Folie, dass ich gesagt habe, das ist etwas, was nicht additiv, was wir idealerweise nicht additiv in das Bildungssystem und auch in unsere Logiken einnehmen, sondern idealerweise integrativ. Und das war die gleiche Idee auch in Bezug auf die, zum Beispiel die schulische Bildung. Dass es heute kein eigenes Fach zum Beispiel für Medienbildung oder ein eigenes Fach für digitale Bildung gibt, hat genau etwas damit zu tun. Dass man nämlich die Idee hatte, eigentlich gehört diese Frage der Medienbildung, gehört diese Frage der digitalen Bildung doch in jedes Fach. Integrativ, fächerübergreifend. In Baden-Württemberg zum Beispiel hat man das 2016 im Rahmen des Bildungsplans, haben Sie bestimmt alle schon mal reingeschaut, unter den Leitperspektiven verortet. Also da gibt es die Leitperspektive Medienbildung. Und in dieser Leitperspektive ist die Idee, dass eben jede Lehrerin, jeder Lehrer im Rahmen des Fächerunterrichts die Medienbildung mitdenkt. Naja, und da ist jetzt eigentlich ein Grundproblem das darauf hinweist, warum wir mit der Medienbildung und der digitalen Bildung in Schule noch nicht so weit sind. Weil nämlich, wenn das jede Lehrerin, jeder Lehrer machen soll, setzt es voraus, dass jede Lehrerin und jeder Lehrer entsprechend auch im Rahmen des Studiums die Möglichkeit gehabt haben sollte, eigene Medienkompetenz zu entwickeln und sogenannte medienpädagogische Kompetenz zu entwickeln. Das ist die Kompetenz, die man braucht, um die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler zu fordern. Und das eben setzt voraus, dass sie im Rahmen des Studiums, idealerweise also in der ersten Phase, dann auch die Möglichkeit gehabt haben, eine medienpädagogische Vorlesung, idealerweise aber nicht nur die Vorlesung, sondern natürlich auch begleitende Seminare, in denen es dann das, was ich gerade nur sehr kurz dargestellt habe, dann noch mal ein bisschen praktischer auch gezeigt wird. Sie gehören zu den wenigen Glücklichen in Ludwigsburg, aber wenn wir jetzt mal in ganz Deutschland schauen, an wie vielen Hochschulstandorten denn angehende Pädagoginnen und Pädagogen, angehende Lehrerinnen und Lehrer überhaupt die Möglichkeit haben, medienpädagogische Inhalte zu studieren, dann stellen wir fest, dass da ein riesengroßes Delta ist. Also nämlich gerade mal, wir hatten das mal gezählt, die Zahl ist schon ein bisschen älter, kann sein, dass sich das zum Positiven verändert hat, aber es ist doch ziemlich spektakulär, wenn man sagt, an 428 deutschen Hochschulstandorten, 426 sind es, oder? 426 deutschen Hochschulstandorten gibt es, an gerade mal 51 davon kann man überhaupt Medienpädagogik studieren im Rahmen des Pädagogik- oder im Rahmen des Lehramtsstudiums. Und das ist natürlich, gerade wenn Sie jetzt nochmal berücksichtigen im Hinterkopf, dieser integrative Gedanke setzt voraus, dass alle Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen des Studiums die Möglichkeit gehabt haben sollen, entsprechend Medienbildung, also die Möglichkeiten von Medienbildung, also dem Lernen über Medien und dem Lehren und Lernen mit Medien kennenzulernen, dann ist das natürlich schwierig, um es mal vorsichtig zu sagen. Und das erklärt natürlich ganz gut, warum wir in Bezug auf die Medienbildung da noch nicht so weit sind. Da wir noch ein bisschen Zeit haben, können wir noch ein bisschen raus, nochmal in die Zukunft blicken, zumindest in die nahe Zukunft, nämlich bis zur nächsten Vorlesung. Das nächste Mal geht es ja um Lehren und Lernen mit Medien.
Und da teaser ich Ihnen hier schon mal das SAMR-Modell. Dieses Modell, das Sie rechts sehen, dient dazu, um zu unterscheiden, welches Mehr bringt eigentlich die Verwendung eines Mediums im pädagogischen Kontext beziehungsweise im Unterricht. Und das S steht für Substitution, das A steht für Augmentation, das M steht für Modification und das R steht für Redefinition. Und können Sie selbst übersetzen und haben wahrscheinlich auch schon eine Vorstellung. Substitution heißt in dem Moment einfach, das digitale Medium ersetzt ein anderes Medium einfach. Also man könnte beispielsweise im Unterricht mit Fotografie arbeiten, zum Beispiel im Mathematikunterricht, wenn es um Perspektiven geht, in der Geometrie, dann könnte man zum Beispiel mit dem Fotoapparat arbeiten. Und das Ganze macht man sich natürlich leichter, wenn man mit den Geräten arbeitet, die die Kinder und Jugendlichen ohnehin auch selbst dabei haben, nämlich mit ihren Smartphones. Früher hätte man dann extra Kameras ausleihen müssen, jeder hätte mal, und wahrscheinlich hätte es nicht eine Kamera für jede und jeden gegeben, aber wir können die Möglichkeiten nutzen, die die Schülerinnen und Schüler in den Taschen haben. Das aber im Wesentlichen ist unter dem Bereich der Substitution, also das neue digitale Medium ersetzt nur ein vorhandenes anderes Medium. Sie sehen, da verbirgt sich noch viel, viel mehr. Augmentation beispielsweise, also wenn das digitale Medium das bestehende Medium erweitern kann, bis hin zu Redefinition. Das Ganze erzähle ich Ihnen dann in der übernächsten Woche. Nur so weit vorweg, ich habe mal in Unterrichtshospitationen habe ich mir digitalen Unterricht angeschaut und habe letzten Endes festgestellt, dass ganz viel von dem, was unter digitalen Unterricht fällt, im Wesentlichen da ist, dass Präsentationen gehalten werden. Sie kennen das wahrscheinlich aus Ihrer eigenen Unterrichtsbiografie, Internetrecherchen oder eine PDF. Also statt im Buch zu lesen, wird dann im PDF gelesen und das Ganze soll dann digitaler Unterricht sein. Ich nehme es mal vorweg. Ich glaube nicht, dass das alles ist, was möglich ist. Was noch möglich ist, welche Potenziale digitale Medien für pädagogische Kontexte, für Bildungskontexte, für auch Ihren Unterricht haben können, Ihren künftigen Unterricht, darüber unterhalten wir uns dann, wenn es darum geht, Lehren und Lernen mit Medien. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar praktische Beispiele dazu. Bis dahin wünsche ich einen schönen Restmittwoch. Alles Gute, bis zur nächsten Woche.